Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout Shelter. Heute geht es bei der Kampf ums Essen, machen wir eine Mission in einem kleinen Gebäude. Wie ihr seht, es ist nicht sehr groß, es wird wahrscheinlich einen Fahrstuhl geben und ja, da sind unsere Leute drin. Das heißt, Moment, der Super-Duper-Mart, ja. Und unsere eine hier, da sind wir ein bisschen mit Health, mit Stimpaks dabei, weil, wie ihr seht, die muss gegen ein Parader kämpfen in dem Supermarkt. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Ich habe übrigens, aktuell spiele ich ein bisschen wenig gerade, weil ich habe einen Tennisarm irgendwie, habe ich so den Eindruck. Ich bin jetzt noch nicht zum Arzt gegangen, aber das hält jetzt irgendwie schon seit 4 Wochen an. Und, tut immer weh der Arm, wenn ich irgendwas heben will damit, irgendwas Schweres. Und das ist nicht so gut. Also irgendwie, naja, irgendwann gehe ich damit mal zum Arzt, wenn das nicht besser wird. Aber wie gesagt, aus diesem Grund fällt es mir aktuell schwer, ein bisschen Sachen zu schneiden und Videos hochzuladen. Also Videos hochladen ist jetzt nicht mit dem linken Arm verbunden. Aber Sachen schneiden und neue Sachen einspielen ist ein bisschen problematisch, weil ich ja Maus und Tastatur benutzen muss. Und selbst wenn ich einen Controller benutzen würde, würde ich ja trotzdem mit der Hand da irgendwie agieren. Wir looten noch ein bisschen in den Supermarkt. Sie sagt, das dürfte nützlich sein. Und was haben wir denn da? Mensch, kann man als Raider nicht mal für seine Ernährung sorgen, ohne gleich von irgendeinem Weltverbesserer genervt zu werden? Anscheinend nicht. Weltverbesserer passt doch zu mir, macht es nicht schlimmer, tut mir leid, aber die Guten töten die Bösen, das Gesetz. Weltverbesserer, das passt doch irgendwie zu mir. Toll, ein Komiker. Ich hasse Komiker. Ja, die sehen aber auch nicht sonderlich lustig aus. Zack, tot. So, das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Die sind jetzt alle nicht so wirklich die harten Mega-Endbosse und so. Ja, ich würde sagen, abgeschlossen, der Kampf ums Essen. Huack, da klebt was an meinem Schuh. Ja, und wir haben ein Haustier, haben wir gefunden, wie ihr gesehen habt. Eine Haustiertransportbox. Juhu, ich freue mich. Ja, denn Haustiere gibt es nicht so oft. Und wenn man bei dem Spiel damals nicht gecheatet hat, dann hat man die Haustiere eigentlich so gut wie gar nicht gekriegt. Also, naja, man hat sie schon gekriegt, aber eben halt nur für solche Special-Missionen. Und das kam nicht so oft vor. So, gut, ja. Sie hat einen Supermart, Super-Duper-Mart. Das heißt, wir holen sie mal zurück. Sie ist ja relativ schnell wieder da und, ich habe gerade hier ein bisschen Folie entdeckt. Das hört ihr wahrscheinlich gar nicht. Aber ich knister hier gerade mit dieser lustigen Luftpolsterfolie. Oh, mal kurz das Haustier öffnen. Ich bin total abgelenkt von dieser Luftpolsterfolie, die ich gefunden habe. Und ein Giddy-Up Buttercup ist drin. Kronkorken. Ach nee, das ist noch nicht die Haustürbox, das ist eine normale Box. Nahrung brauchen wir nicht. Buchhalter-Outfit. Ja, kann auch weg. Und was ist das? Blackhawk. Was auch immer. Eine Waffe 3 bis 8. Ehrlich jetzt, 3 bis 8 schmeißen wir weg. Ich wollte die Haustierbox doch öffnen, oder? Oder ist die Olle noch nicht zurück? Stattdessen lasse ich mich jetzt von dieser Luftpolsterfolie hier ablenken, während wir im Hintergrund ein bisschen Schrott recyceln. Ah, das knistert so schön. Ja, in dieser Folie war nämlich mein Kingston-RAM drin. Und zwar weitere 16 GB für meinen Videoschnittrechner, die ich aber noch nicht eingebaut habe. Ja, man kommt halt nicht immer zu irgendwas. Also dementsprechend, den RAM baue ich jetzt, nachdem ich das hier aufgenommen habe, ein und guck mal, ob der funktioniert. Weil dann habe ich nämlich, dann habe ich nämlich endlich 32 GB RAM in dem Rechner. Mehr passt auch nicht rein, weil das Intel Mainboard ist schon ein bisschen älter. Da ist nämlich ein Xeon-Prozessor drin. Ist das schon einer? Gucken wir mal. Nur ein Quad-Core. Nur ein Quad-Core mit Hyper-Threading. Und ich bin immer noch von dieser Folie abgelenkt. Bevor das hier noch ein ASR? Also bevor das jetzt noch so ein komisches Video wird, was? Bekleidung der Leute, die zu den... Ah ja, wir gucken mal, was wir hier alles haben. Wir haben nämlich neue Outfits. Und immer wenn da irgendwas Neues... Da, der schwere Vault-Anzug. Ist normalerweise Vault-Aufsehern und ihren Familien vorbehalten. Und wir haben ein Three-Dogs-Outfit. Kämpft für das Gute oder versucht es wenigstens. Ja. Und ein paar neue Haustier. Ein neues Haustier haben wir auch. Was haben wir denn neu? Palastkatze. Angeblich ist unter all dem Fell irgendwo eine Katze versteckt. Und ein Piratenpapagei. Arr, während du das Achterdeck schrubbst, leistet er die Gesellschaft. Ja. Und ansonsten Perserkatze, Pudel, ein Mastiff haben wir alles schon. Irgendwie vibriert jetzt meine Tasche. Eventuell hat jemand
Ja, okay, gut, ja. Gut, haben wir verstanden. Nee, ging nur gerade drum, hab eine Nachricht gekriegt und... Alter, jetzt vibriert das hier schon wieder. Ständig vibriert das hier. Was wollen die Leute denn alle von mir? Normalerweise wäre das schön, wenn so viele Kommentare unter den Videos stehen würden, aber nee. Im Endeffekt, ja, so, gut. Geben wir dem auch noch mal ein bisschen Stimpaks und ein bisschen, Dings hier mit. Ein bisschen Boomstar und, ja, Ninja-Outfit lassen wir ihm. Und einmal nach zum Erkunden schicken. Denn alle Leute, die fertig sind, werden Erkunder sozusagen. Wir haben auch noch 33 von den Cola-Flaschen, haben wir auch noch zum Beschleunigen. Gucken wir mal, was haben wir denn sonst noch? Sean Grant. Ja, der ist auch voll. Der langweilt sich, sehe ich gerade. Ja, ich würde sagen, den schicken wir auch mal raus. So, einmal hier nach oben und zack. Du kriegst jetzt auch nochmal, ja, 10 von denen und 5 von denen. Ah, die ziehen wir aber mal was anderes an als ein Overall, oder? Nee. Gut, lassen wir ihm den Overall, schicken wir ihn so in die Wüste sozusagen. Schneit ja nur draußen. Wundert euch nicht, dadurch, dass es draußen schneit, liegt daran in dem Spiel, dass wir zu dem Zeitpunkt gerade, ich guck grad mal, ja, Februar. Im Februar ist die Aufnahme gewesen. Oh, fehlgeschlagen, das tut mir aber leid. Und schon haben wir Kakerlaken und das trägt dann zu dem Achievement bei, wo wir entsprechende Katastrophen verhindern sollen. Aber ich würde sagen, dass Kakerlaken so viel Schaden machen, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Und rostige Laserpistole, geben wir dem mal ein bisschen was Besseres. Ja, halte 55 Unfälle auf, 28 haben wir schon geschafft. Und dann rüsten wir die nochmal mit ein paar besseren Waffen aus. Und an und für sich könnten wir die, ja, die haben alle Intelligenz sehr hoch. Wie ihr seht, alle haben Intelligenz sehr hoch, aber die anderen Werte sind alle irgendwie im Keller. Das heißt, da müssten wir auch dann demnächst mal überlegen, ob wir die trainieren. Und diese Laserwaffen, die schmeißen wir weg. Ja, weg damit. Weg damit. Und auch da. Weg damit. Weg damit. Und auch der kann weg. Alles unter 10 wird weggeschmissen. Was? Nee, Moment. Den abbrechen. Den wollte ich nicht wegschmeißen. So, das Messer könnte man eigentlich wegschmeißen, aber naja, gut. Das behalten wir. Gucken wir mal, ob sonst irgendwas ist. Alles 11, 12, 10, 13, 12. Outfits, Schrott. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo wieder über 18 Stück haben. Nee. So, gut. Das heißt, wir werden dann gleich mal eben nochmal gucken. Da, Drachenmaul. MK Power Rüstung. Okay. Ja, weil meine Waffen und meine Rüstungsschmiede bauen da halt entsprechend tolle Sachen, die dann meinen Explorern sozusagen angezogen werden. Aber das dauert halt immer Ewigkeiten. So, 185 von 200 Bewohnern. Ja, der Rest ist quasi draußen oder steht Schlange. Residenz, gucken wir mal. Da, ein Baby. Da können wir noch draufklicken. Gib dem Baby einen Namen. Mal sehen. Sean Walker A9. Ja, weil es von Gerald Walker A9 ist. Aber das A9 nehmen wir raus. Sean Walker? Hm, nee, wie nehmen wir den denn? Sean Murray. So, genau. Der kriegt den Namen der Mutti. Denn der Walker, der ist quasi unser Züchter sozusagen. So, da, hier. Guckt euch das mal an, was der hier an S- und I-Werten hat. Weil nämlich Mutter und Vater sind nämlich unheimlich hochgerüstet sozusagen, was diese Werte angeht. Das heißt, das Baby kriegt das vererbt automatisch. Da sehen wir auch Janice. Hier, da, Kevin und Barbara. Hm, toll. Kevin. Ehrlich jetzt, Kevin? Kevin geht jetzt erstmal, keine Ahnung, wo schicken wir den hin? Da schicken wir den hin, so. Weil wir haben nämlich Residenzen mit Männern und mit Frauen. Und die Residenzen, wo nur Frauen sind, da gibt es natürlich keine Babys. Aber wie ihr seht hier, die hat einen hohen C-Wert und die hat auch einen hohen C-Wert. Und da gibt es dann auch ein Baby, Emma Hart, nennen wir das. Und dann zeige ich euch auch gleich mal, na da, guckt euch das an, was der hat nur Durchschnittswerte. Das ist ja halt das Problem, weil die Eltern sind halt nicht hochbegabt. Dementsprechend ist das Baby auch nur so ein Durchschnittskind, hat aber immerhin dafür einen schon etwas erhöhten Charisma-Wert, aber eben nicht so wie die anderen, wie das andere Baby. Das hatte ja den Top-Wert, habt ihr gesehen, der ist ja deutlich hervorgehoben gewesen und hier, guckt euch das mal an, wie viele Leute wir da haben, die erkunden. Hier, die stecken alle im Kraftcenter, da, die sind alle in der Residenz und Kaffeepause. Guckt euch das mal an, wie viele Leute da Kaffeepause machen, die müssen wir auf Missionen schicken, Leute. Echt? Krankenhaus, ja, das braucht auch noch ein bisschen. Da können wir auch mal hier, guckt euch das an. Alle hochgerüstet, alle fett aufgemotzt sozusagen. Ja, hier A7, A1. A1 heißt, glaube ich, ursprünglich, was die für einen Wert dort hatten. Sprich, dass die mit Agility 1 sozusagen auf die Welt gekommen sind und wie die so hoch trainiert haben. Oh, und da sind auch Bottle und Cappy schon wieder dabei, in unserem Vault herumzulaufen. Die kommen ja auch regelmäßig vorbei.
Seit es da dieses DLC gab damals. Oh, Stufe 35, Stufe 41. Ja, das sehe ich doch gern, wenn die ein bisschen hochleveln. So, da gab es auch noch ein bisschen Energie. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt. Und gehen einmal kurz in eine neue Aufnahme. Ja, das Baby ist jetzt erwachsen. Dann nehmen wir hier noch einmal den ersten Tag damit. Und ja, das Baby ist erwachsen. Ja, das war das Kind aus der letzten Folge, was wir da quasi neu bekommen haben. Hier noch ein bisschen abernten. Da, Stufe 45. Alle rauf auf 45. Da oben haben wir dann auch noch ein paar Leute, die trainiert haben. Und wie ihr an den Sternen seht, sind die da auch Maximum Level. Da noch ein paar Bücherwürmer, noch ein paar Leute mit Glück. Und hier auch da alles Maximum Level. Und da auch nochmal. Und einmal alles durchklicken hier. Aber seht ihr schon, da habe ich versehentlich auf jemanden geklickt. Da, der hat jetzt den Intelligenzwert ganz oben, aber die anderen Werte sind alle irgendwie im Keller. Das heißt, den müssten wir dann natürlich woanders hinschicken. Dann müssen wir mal gucken. Nach Charisma schicken wir den doch einfach mal. Das heißt, der kann da einfach nach nebenan gehen. Hier, Amber ist auch, Stärke ist auf Maximum. Das heißt, da können wir rüber zu Perception. Ja, im Endeffekt ist es so, wir schicken die einfach von einem zum anderen. Also da oben zum Beispiel auch. Die Leute haben alle da entsprechend Stärke trainiert. Und wie ihr seht, die sind alle voll. Sie hat zum Beispiel auch Luck schon auf Maximum. Das heißt, die könnten wir natürlich einen Raum tiefer schicken, wenn wir da genügend Platz haben. Das heißt, sie und ihr Hühnchen gehen dann mal einen tiefer. Sie können wir auch dahin schicken. Und ich glaube, Theresa Harris, mal sehen, können wir die? Ja, die passt da auch noch rein. Jetzt haben wir nur noch Jane Hart. Mal sehen, die schicken wir mal zu Endurance. Da haben wir entsprechend... Oh, ein wilder Ghoul-Angriff. Ein wilder Ghoul-Angriff. Da würden wir mal sagen, gucken wir mal, wie unsere Verteidigung da aussieht. Gegen die Todeskrallen ist es ja entsprechend nicht so kompliziert gewesen. Aber wilde Ghule, das sind ein paar mehr. Schauen wir mal, ob die Leute in der Rüstung, mit der fetten Rüstung da am Eingang, ob die da entsprechend gegen ankommen oder ob es da entsprechend zu Verlusten kommt bei uns. Obwohl, naja, wie ihr seht, die schießen einmal und die Ghule kippen um. Ich würde sagen, das gibt nicht so wirklich Verluste. Aber guckt euch mal an, was die da an Rad kassieren. Wow, da ist gerade das Spiel so ein bisschen am Hängen. Auf jeden Fall haben wir da entsprechend jetzt gerade mal alle hier entsprechend fertig gemacht. Und ich würde sagen, die Nachtwache bzw. die nächste Mission machen wir in der nächsten Folge. Das heißt... Hier ist ein Schnitt. Ich sage, wir sehen uns dann morgen. Ich sage tschüss. Vergesst nicht, abonnieren, favorisieren, liken und so weiter und so fort. Tschüss.